Ich habe heute einen ja super interessanten Gast bei mir. Den wollte ich ja schon länger mal in der Sendung haben. Jetzt habe ich ihn mir gekrallt. Der Leonardo und seine Astrologie. Herzlich willkommen, liebe Michaela-Fans. Also Genau. erstmal, vedische Astrologie ist das ursprüngliche Astrologiesystem, weil die Veden sind so alt wie das Universum. Kennst du zum Beispiel, jeder vedische Mantra fängt mit Om an, das heilige Om. Daraus wurde dann nachher im Christentum das Amen und so weiter. Also alles ist Shabda Brahman, das ganze Universum ist auf Klangschwingung ausgerichtet. Zum Beispiel auch das Vastu, das ursprüngliche Feng Shui. Und die Astrologie, die werden schon von den höheren Planeten, wird es runtergereicht. Das ist eine Wissenschaft. Und der arrogante Westler, der ist irgendwann mal ins Morgenland gegangen und hat dann das rübergestohlen und hat es mit Astronomie vermischt. Und so ist es dazu gekommen, dass wir auch Astrologie hier haben. Also das ist alles aus dem Osten importiert worden. Nun, der Westler hat schon immer leider diese arrogante Haltung und denkt, er weiß alles. Es gibt ja deduktives und induktives Wissen. Und der hat es dann halt ein bisschen vermischt und deswegen ist 50 nach Christus die verwässerte Astrologie, ich nenne sie halberleuchtete Astrologie, entstanden. Wir sind nicht das Horoskop. Das Christentum kommt so weit, es sagt, ich bin der Körper, ich habe eine Seele. Aber in der vedischen Astrologie denken wir umgekehrt. Wir sind die Seele, wir haben einen Körper. Und wir sind auch im Horoskop inkarniert. Ja? Und dann ist es nicht nur, dass nur Mondknoten und Saturn Karma ist. Nein. Alles ist Karma. Die Sonne ist deine Lebensvision. Der Mars ist, wie du aufstehst, wie du aus dem Bett aufstehst. Du kannst auch stehen wie ein Fisch oder wie eine Jungfrau. Bei der Jungfrau ist alles geregelt, beim Fisch ist es ein bisschen flexibel. Der Merkur, wie du denkst. Der Venus, wie du liebst. Jupiter, wie du dich erwartest, wie deine innere Stimme ist, wie deine Moralvorstellungen sind. Ja? Wenn ich ein Geburtsdatum bekomme, um Geburtszeit und Geburtsort, kann ich dir erstmal das totale Manuell geben, das heißt die Gebrauchsanweisung für deinen Freund oder für deine Freundin oder für deine Frau oder für deine Kinder. Ich kann dir ganz genau sagen, wie die funktionieren, wie die ticken, ja? Was du von denen erwarten kannst, was du nicht von denen erwarten kannst. Es gibt ein paar wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen und eine ist die Partnerschaft. Und da muss man einfach sehen, was man erwarten kann, was man nicht erwarten kann und dann auch 15, 20, ich lege die Horoskope dann immer 15, 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft, um zu sehen, ob dann nicht nach 10 Jahren der Weg nach links von dem einen und der Weg nach rechts geht. Ja. So Ja. weit kann man da in die Zukunft dann blicken damit? Wir kommen hier in eine Zeitraummaschine. Das ganze Universum ist eine Zeitraummaschine. Liebe Michaela, ist dir schon mal aufgefallen, dass ein Montag sich anders anfühlt als ein Dienstag? Oh Und ein Mittwoch ja. anders als ein Donnerstag. So, zum Ja. Beispiel Montag ist natürlich Mond, Dienstag ist Mars, ja, Mittwoch ist Merkur, Donnerstag ist Jupiter, Freitag ist Venus, Samstag ist Saturn und Sonntag ist Sonne, obviously. So, und deswegen ist schon, da fängt es schon an. Du bist an einem gewissen Tag geboren und das hat alles einen Sinn. Da gibt es die Dasha-Perioden, es sind 120 Perioden. Und der Astrologe guckt erstmal, der vedische Astrologe, in was für eine Periode hast du einen Babykörper, in was für eine Periode hast du einen Pubertätskörper, in was für eine Periode hast du einen ausgewachsenen Körper, in was für einer Zeit hast du einen alternden Körper, in was für einen Planetenherrscher wirst du vielleicht deinen Körper verlassen. Ja? Also alles hat einen Anfang und ein Ende. Es ist so, wie als würdest du in einem Zug steigen. Zeit und Raum ist schon festgelegt. Das Einzige, was frei ist, ist das Bewusstsein. Alles im Horoskop ist Karma. Und du bist in einer Entwicklung und du siehst dein Past Life Obstacle und deine Glückskonstellation, die bringst du aus dem vorangegangenen Leben mit. Und du kannst es ungefähr so sehen, du bist in einer Reinkarnationskette. So schläft die Seele ein und wacht in einem nächsten Leben auf. Und das ist das Horoskop. Wie du aufwachst, mit was du aufwachst, das sind die Sternkonstellationen, ja. Und dann wirst du ungefähr 16, 17, 18 Jahre und dann fängt dein Gehirn anfangen zu denken und dann bist du genau wieder an dem gleichen Punkt, wo du vorangegangenes Leben warst. Nehmen wir mal an, du bist immer schnell ausgerastet, hast eine Mond-Mars-Spannung, dann bringst du die auch noch in diesem Leben. Du musst da weiter dran arbeiten in einem Leben. Ne? Wenn jetzt bei dir jemand so ein Horoskop bestellt oder wie das auch immer genannt wird, Horoskop, ne? Lebenshoroskop oder wie nennst du das?
Ja, Life Vision nenne ich das. Und das andere, was oft gefragt wird, sind halt Partner Compatibility. Das ist halt der Kundalini Matching. Das sind 36 Punkte. Wenn deine Beziehung nicht über 17 Punkte geht, dann kannst du direkt in die Toilette und runterspülen. Das wird nämlich nichts. Ne? So, deswegen, wenn dann die Beziehung über 17 Punkte hat, dann geht man weiter halt. Dann gucke ich, wie ist der Partner im Horoskop beschrieben? Also das nennt man Signifikator des siebten Hauses. Mhm. Ja, natürlich bei der Frau ist es Jupiter und Mars, wird auch noch dazu gerechnet. Und für den Mann ist natürlich Venus die Frau. So, da wird schon der Lebenspartner beschrieben. Dann gibt es nur drei Perioden, höchstens, wo du in eine dauerhafte Beziehung reingehen kannst. Wenn du zu früh aus dem Zug rausspringst, dann hängst du in so einer Schleife drin mit irgendwie unglücklichen Eintagsfliegen und da wird dann nichts mehr da draus. Mhm. So, du musst dann, oder und du bist dann innerlich mit deinem Herzensmann, nennt man das bei euch, ne? Ah, nee, oh, nein. Ich habe das mal gehört, irgendwie so. Mhm. Dann hängst du dann praktisch mit dem, bist innerlich noch beschäftigt und lernst praktisch die Sachen, die du mit dem lernen solltest, dann in Nebenbeziehungen, ja. Also wir sind zum Beispiel ein bisschen aus meinem Alltag, um ein bisschen was drüber zu erzählen. 80% der Leute, die sich an mich wenden, das sind halt Long-Term Singles, Difficult Singles, also schwierige Singles. Couples in a Crisis, also Paare in einer Krise. Und dann gibt's noch welche, das sind die gerade eben Herzensabgebrochenen. Also die haben gerade einen Ex oder eine Ex, ne? Und die verarbeiten das dann und sehen dann, ob das noch eine Chance hat, ob das keine Chance hat. Und das kenne ich vom Kartenlegen auch, ja. Das kann ich dann auch ganz schnell auf den Punkt bringen, ob das dann noch was wird oder ob das dann nichts mehr wird. Ne? Das Wort Optimum spielt in meiner Beratung eine sehr große Rolle. Ich habe ein Buch geschrieben, was ich jedem empfehlen möchte. Das heißt die Optimum-Beziehung. Weißt du, das ist so, wenn du nicht weißt, was du bist, dann läufst du wie ein Idiot hier durch die Welt. Das ist genauso, wie wenn du nach Paris fährst und du hast kein Navi. Weißt du, du gehst ständig in einen Sackgassen rein, musst wieder raus. Du spekulierst und du verschwendest Zeit. So Selbsterkenntnis bedeutet zu wissen, halt wie ich handle. Zum Beispiel, was ist meine Berufung, was ist mein Beruf, was kann ich in der Partnerschaft erwarten. Diese Sachen bespreche ich natürlich. Karma und auch die psychologische Arbeit, die karmische Arbeit, die gemacht werden muss. Da gibt es ja den berühmten Satz, in dem Moment, wo ich jemanden berate, ist der Mensch die wichtigste Person in meinem Leben. Selbst meine Partnerin kann dann nicht mithalten. Die muss dann auch zur Seite treten, weil dann bin ich absorbiert. Normalerweise mit meinem Smartphone nehme ich das auf, dann habe ich da so ein Audio, ne? Kennst du das Audio-Teil? Und dann spreche ich in der besten Zeit um 10 Uhr, wie jetzt, wenn die Sonne hier reinkommt. 10 Uhr meistens nach meiner Meditation spreche ich Audiomaterial. Ja, ich nehme nicht jeden Take. 70% nehme ich und dann tue ich das in meine Software. Also ich spreche das dann, ich tue dann die Audiofiles zusammen, clean das alles von Nebengeräuschen. Und es ist auch für mich sehr angenehm, wenn ich da ein bisschen kreativ sein kann, also ein bisschen Musik und ein bisschen da rummixen kann und so. Weißt du, das wird irgendwie, ich habe auf meiner Seite einen Demo, da müsste man mal sehen, da ist so am Rand irgendwie, ihr habt ja meine Seite, die läuft ja hier unten, da läuft die ganze Zeit ab, da müsste man reingucken, wie sich das ungefähr anhört dann zum Schluss und die ziehen sich das dann immer rein, die haben eine Kopfhörer rein und beim Hundelauf oder beim durch die Stadt gehen oder auch zur Arbeit fahren, hören die sich dann meine Files an. Und meistens hören die öfters an. Deswegen bin ich Audio-Astrologe, MP3-Astrologe. Ja, ich finde es auch gut, weil man vergisst ja viel, ne? Also man kriegt dann irgendwas erzählt. Genau, und dann sagen, was hat der nochmal gesagt? Wie war das damals und was war da nochmal? Deswegen mache ich das auch immer gerne dann so über Sprachnachricht, weil die Leute eben sich das dann nochmal anhören können. Eine Legung, ne? Man vergisst ja viel. Finde ich echt klasse. Auch und die ganzen Informationen. Du hast ja gesagt, es ist teilweise bis zu 1,5 Stunden. Yes, 2,5 Stunden. Manche, das ist auch so, also bei manchen Live Visions, ne? Also das ist so, weißt du, wenn die Person kommt, bei manchen bin ich in einer Stunde fertig. Und bei manchen ist es halt in 2,5 Stunden fertig. Hm. Ich versuche es auch schön zu sagen und versuche mich in die Person reinzufühlen. Wie kann die das nehmen? Wo steht die in ihrem spirituellen Weg? Was kann die nehmen? Was kann die nicht nehmen? Das muss ich mir alles reinziehen. Ne? Also das muss man einfach wissen.
Und da muss man sich halt einfühlen und dann, weißt du, es ist genau wie wenn du ein Bild machst, dann machst du am nächsten Morgen auf und sagst, hier, es muss noch ein Punkt rein oder da muss noch was rein. Ja. Ich muss den Leuten meine Liebe geben.